So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Das ist das Muttertier, ne? Die rennt gerade schnurstracks zur Fleischerei. Schröder heißt sie, glaube ich. Die hat nämlich Hunger, will Mittagessen. Und die Fleischerei hat immer super gute Mittagsangebote. Und jedes Mal sind wir zu spät dran und dann gibt es gar nichts mehr. Diesmal sind wir richtig früh dran, denn 10 Uhr war Raid-Boss-Wechsel. Was, schon wieder? Ich muss halt mal auf die Tür aufgehen. Diesmal war nämlich Raid-Boss-Wechsel wieder 10 Uhr. Das heißt, 11 Uhr kommt Lukia in die Raids. Ich muss gleich noch zum Pissedino, muss einen Community-Raid machen, euch einladen. Die Mama will so lange aber Mittagessen besorgen, weil wir nämlich immer noch was an der Wohnung zu tun haben. Wer das immer noch nicht mitbekommen hat, hat was? Gut, wieder, was gibt's denn überhaupt? Gehacktes Pfanne, Brei, Pilzsoße, Soljanga, Sauerkraut, Blutkuchen, oh, Bayerisch Kraut, Mischgemüse, Schnitzel, Klops, Kartoffeln. Ich guck mal, was die Mama jetzt nimmt. Wir sehen uns gleich beim Raid am Dino. So, da sind wir zurück. Essen ist auch da, zeige ich euch gleich. Und guckt euch mal den Marktbrunnen an, wo der ist, wo immer baden gegangen ist, mit dem Ramses. Ne? Haben sie jetzt geschmückt. Sieht doch super aus. Überall Blümchen da. Da alles mit Eiern geschmückt. Das sind noch zwei Hasen. Der hat sogar eine Gießkanne. Guck mal die Schuhe, guck mal den Rest. Guck mal, wie er sich freut mit den Hasenzähnen. Das sieht doch richtig genial aus. Lukia und der Osterbrunnen. Jetzt muss ich aber schnell mal zum Essen. Und dann euch vor allem noch vorlesen, wenn wir nun eigentlich einladen. Es gab nämlich, wie gesagt, Schnitzel. Die Mama hat jetzt hier Schnitzel mit Kartoffeln und Mischgemüse. Und ich habe einfach Schnitzel mit Kartoffelbrei und Pilzsoße. Des Weiteren stelle ich euch kurz mal hier ab. Ach, was ist denn das schon wieder? So, kurz mal abstellen und kurz mal vorlesen. Das ist nämlich der Raid. Der geht jetzt auf. Ihr seht auch, wie der aufgeht. Da kommt jetzt Lugia raus. Hui, du kannst zumachen, genau. Den habe ich gepostet für 11.30 Uhr. Lukia Community Raid. 10 Leute haben sich eingetragen. Und zwar Miku, Pogehander, Shenaya, Henry, Niki, Borki, Trainerse, Abs, Excavator, Holmes, Sherlock, Margo, FedEx und Hikaru. Grüße gehen raus. Und im Community Tab findet ihr natürlich wieder die Konda-Liste, die Konda-Übersicht. Das Ding ist Flug und Psycho. Ihr nehmt also Unlicht, Elektro, Geist, Eis, Gestein. Es ist egal, was ihr nehmt. Es gibt nichts, was mehr effektiv ist als was anderes. Hier kämpfen sie mit Mega-Gengar oder Voltrian, aber Voltrian werden die wenigsten ein gutes und hochgepusht haben. Deswegen Zekrom, Drigefalo, Giratina ganz gut. Aber Mega-Gengar, wenn ihr habt, könnt ihr auch ransetzen. 21, 15, 26, 45 sind die 100% Werte. Natürlich gibt es das Shiny. Wir gehen jetzt rüber. Obwohl, vielleicht können wir auch hier stehen bleiben. Na egal, wir gehen jetzt rüber. Wir könnten auch hier stehen bleiben und singen uns gleich im Raid. Da siehst du mal, wie schnell die Zeit vergeht. So, ich bin jetzt nicht hinter in die letzte Ecke gekrochen zum Luigi Lugia. Wir sind jetzt hier. Wir gehen jetzt mal auf die Arena. Irgendwas habe ich bestimmt wieder vergessen. Das sehen wir gleich. Ich mache jetzt mal private Gruppe. Brauche hier den Gruppencode. Das ist Grünsmetzmet, jetzt einladen. So, einmal hier, einmal da. Jenna, Henry, Borki, Miku, Poke, Handa und hier drüben. Excavador, Ikaru, Marco, Trainer Sir Ups, Holmes, Sherlock sind alle eingeladen. Wen haben wir hier vorne? Darknet ist ein Unlicht, aber auch ein Geistangreifer oder was? Haben sie vorne ran gewählt. Marmutel als Eis, okay, gegen Flug. Mega Gengar, aber in der nicht meganisierten Version. Despota, Unlicht, passt. Der andere hat Marmutel, Despota, Zekrom, Gengar, Marmutel. Also im Prinzip bei beiden genau dieselben Pokémon. Kein Trigefalo dabei. Kein irgendwas anderes dabei. Es sind 10 Leute. Ich werde es bei 60 Sekunden jetzt auch gleich auf öffentlich stellen. Vielleicht, falls jemand vor Ort noch mitmachen möchte, dass die da noch reinkommen. Ansonsten haben wir also hier den Pokehander, Henry, Niki, Miku, Trainer Sir Ups, Holmes, Sherlock, Shenaya, Marco, FedEx, Hikaru, Ramses. Heißt aber, es fehlen trotzdem 2 Leute, weil von 10 Eingeladenen. Wer fehlt? Excavator, glaube ich. Fällt mir gerade ein. Excavator.
Jetzt ist 12. Borki, Blood and Tears. Blood and Tears ist Bonus, ist extra. Excavador sehe ich trotzdem nicht. Ich glaube, der hat beim letzten Mal auch schon gesagt, ey, wo meine Einladung nichts bekommen. Entweder hat er Pech, dass bei ihm immer nichts ankommt und nur bei den anderen, oder ich weiß auch nicht. Sind auf jeden Fall noch 10 Sekunden. 21,15 war, glaube ich, der 100 WP wert. Lugia ist ein bisschen schwieriger zu besiegen als Ho-Oh. Ho-Oh mit Gestein natürlich, vierfach Schwäche, irgendwas, vierfach effektiv. Excavador ist jetzt drin. Kauf bei Norma ist auch drin. Wer auch immer das ist. Grüße an Kauf bei Norma an der Stelle. So, jetzt drücken wir mal. Hier machen wir mal Lawine. Hier gehen wir mal auf Spukball. Hauen wir einfach mal drauf. Trotzdem ist Lugia nix, was euch jetzt sehr in die Bredouille bringen soll. Haben bestimmt, kannst du auch zu dritt machen. Also Ho-Oh war locker zu zweit machbar. Das war immer schön beim Einladen. Lugia dürfte auch zu dritt funktionieren. Wird halt dann bei der Raid Mania wieder ein bisschen schwieriger. Wird sowieso Mittwoch wieder eine Raid Mania geben, wo ihr eine Stunde lang mich einladen könnt. Aber heute am Dienstag, direkt heute am ersten Tag, 18 bis 23 Uhr, machen wir Lugia Raids für Zuschauer, wo ich euch einlade. Immer 10 Leute in den Lobbypack, die nächsten 10 in den Lobbypack, die nächsten 10 in den Lobbypack. Und ihr könnt 5 Stunden lang so lange und so oft mitmachen, wie ihr möchtet. Und da ich nämlich nicht weiß, ob wir am Sonntag Raids für Zuschauer machen können, da am Wochenende ja auch WrestleMania-Wochenende ist, Thomas da ist, WrestleMania 2 Tage geht, das immer in der Nacht kommt und wir vielleicht Platz sind am Sonntag noch von der Nacht und dann ja nochmal ran müssen. Für Montag dann. Schauen wir mal, wie wir es machen und wie der Thomas Bock hat. Aber ungern mag ich, wenn ich Gäste da habe, den ganzen Tag am PC rumgammeln. Das mache ich ja immer nur, wenn ich nichts zu tun habe. Gebt die Schuld also Thomas, wenn wir keine Raids machen. 26,05 habe ich auf dem Großen, glaube ich. Bei dem Kleinen drücke ich mal fix durch. Schau mir den schon mal an, ob da vielleicht auch ein Shiny dabei ist. Und es ist 26,18, auf jeden Fall mit Wetterbrust, aber kein Shiny. Was hat der Große? Was sagt der Große? 18 Bälle, dort 20 Bälle, auch kein Shiny. 26,05. Jetzt müssen wir den nur noch fangen, das stelle ich mal hier rüber. Ja, Lugia ist halt wieder so ein Zappel-Philipp, hat trotzdem einen riesengroßen Kreis. Selbst wenn der Kreis noch so groß ist, ist das trotzdem einfach fabelhaft. Ich hoffe, der bleibt jetzt gut drin. Bei dem habe ich keinen Bock, den Fangtrick zu machen mit dem Kreis einstellen. Der ist, glaube ich, durch seinen Rückwärtssaldo, den er immer macht, verstellt der Kreis sich eh wieder. Das bringt also nicht viel, wenn ihr versucht, den Kreis einzustellen. Der wird sich jedes Mal wieder verstellen. Haut also drauf. Da braucht ihr ein bisschen Glück, wirklich. Das hat dann nichts mehr mit Können zu tun, nur noch mit Glück. 14, 15, 10, 28.3. Hildburghausen ist drin. Passt, nehmen wir mit. Habt ihr ein Gutes bekommen? Habt ihr ein Shiny bekommen? Schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten war es erstmal von meiner Seite aus. Wir sehen uns heute Abend 18 Uhr. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses und esst euer Lugia-Schnitzel.